Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir vor kurzem eine App heruntergeladen, die heißt Remote Mouse and Keyboard Pro. Sehr interessante App, die wollte ich euch mal kurz zeigen. Die war kostenlos zu dem Zeitpunkt, wo ich sie runtergeladen habe. Ich glaube, das ist sie einmal im Jahr oder so. Ich glaube, die App gibt es auch schon länger. Ich weiß nicht, warum die hier nur 4 Bewertungen hat. Auf jeden Fall kostet die App 10 Euro. Regulär. In meinem Fall war das, wie gesagt, nicht so. Und ich weiß gar nicht, ob ich die App überhaupt brauche. Ich habe gelesen, sie ist kostenlos, sie soll gut sein. Darum habe ich mir die einfach mal runtergeladen auf allen Geräten. Und die wollen wir jetzt mal zusammen ausprobieren, die App. Wir sehen hier ein paar Screenshots. Steuern Sie Mac oder PC, Maustastatur und Bildschirmfreigabe, Steuerfelder hinzufügen. Zur Beschreibung: Fernsteuerung für Maus, Tastatur und Medien. Perfekt für die Steuerung von Mac oder PC von der Couch oder vom Bett aus. Die App bietet eine Fernsteuerung für Mac oder PC mit Maus, Tastatur und Mediensteuerung. Ideal, wenn Sie Ihren Computer an den Fernseher oder Projektor anschließen, um ihn vom Sofa oder Bett aus zu steuern. 2013 habe ich diese App entwickelt, um meinen Mac Mini zu steuern, der an einen Großbildfernseher in meinem Wohnzimmer angeschlossen ist. 2016 habe ich meinen Job gekündigt und bin Indie-Entwickler geworden und jetzt konzentriere ich mich ausschließlich auf die Entwicklung meiner Apps. Die App wurde im Laufe der Jahre mehr als 2 Millionen Mal heruntergeladen und hat gute Kritiken erhalten. Haupteigenschaften sind ferngesteuerte Maus und Tastatur, Mediensteuerung für beliebte Anwendungen und Websites, Live-Ansicht des Computerbildschirms, Systembefehle herunterfahren, Neustart, Ruhezustand etc., Starten und Beenden von Anwendungen. Verwenden Sie Siri zur Steuerung Ihres Computers, Steuerung der Tonausgabe, Bildschirmspiegelung nur Mac. Erweiterte Funktionen sind Control Panels erstellen und benutzerdefinierte Aktionen mit Apple Script bzw. PowerShell hinzufügen. Schnelle und einfache Einrichtung. Installieren Sie das kostenlose Hilfsprogramm von cheerpake.com. Verbinden Sie beide Geräte mit demselben Netzwerk. Die App verwendet Standardsicherheitsmaßnahmen wie HTTPS zur Kommunikation und funktioniert nur in Ihrem lokalen Netzwerk. Wann immer ein unbekanntes Gerät versucht, eine Verbindung mit Ihrem Computer herzustellen, zeigt die App ein Dialogfeld an, in dem Sie entscheiden können, ob Sie die Verbindung zulassen oder ablehnen möchten. Dann haben wir hier noch einen Eintrag. Diese App ist ein verstecktes Juwel, von dem die meisten Leute nicht wissen, dass sie es brauchen. Das sind nicht meine Worte, sondern nur eine der letzten App-Bewertungen. Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, laden Sie die kostenlose App herunter, installieren Sie sie und nutzen Sie die kostenlose Testversion, um sich selbst davon zu überzeugen. Hier gibt es noch einen Kurzlink, wo die App dann als Testversion erhältlich ist. Und so wie ich das verstehe, müsste es die App jetzt auch eben auf dem PC geben. Also ich kann damit nicht nur meinen Mac steuern, wofür ich das eigentlich runtergeladen habe, sondern anscheinend auch meinen PC. Das finde ich durchaus interessant. Das erweitert das Anwendungsspektrum nochmal ein bisschen. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das funktioniert, beziehungsweise wie die App tatsächlich jetzt auch aussieht in Wirklichkeit. So, das ist jetzt die App, so wie sie auf dem iPad installiert ist. Und wir haben hier unten verschiedene Tabs, die wir mal nach und nach durchklicken können. Hier ist die sogenannte Mediensteuerung. Damit können wir, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Beispiel auf dem Mac jetzt eben Apple Music oder sowas steuern. Die Tastatur für Safari ist im Store erhältlich. Ich weiß nicht genau, was der Store ist. Gucken wir uns nachher nochmal an. Also hier die App-Steuerung für vermutlich alle Arten von Multimedia. Vermutlich können wir hier auch, weiß ich nicht, eventuell YouTube mit steuern. Oder auf jeden Fall Apple TV, Apple Music, all das könnte ich mir gut vorstellen. Verbindung wiederhergestellt, laden etc. Remote Pro, iMac von Mark, gefällt dir die App, teilen etc. Das ist der Tab ganz links. Hier oben haben wir übrigens noch die Möglichkeit, irgendwie die Helligkeit, denke ich mal, zu verändern. Ich weiß es nicht genau, das hier scheint so eine Mini-Tastatur zu sein. Wir gehen mal wieder aufs Lautsprechersymbol, klicken dann unten auf den zweiten Tab, das, was wie eine Tastatur aussieht. Und das hier, das ist ein Trackpad. Ein riesiges Trackpad. Ich kann hier den Mauszeiger vom Mac steuern und per einfachem Klick, also so wie ich das halt auch mit dem Trackpad machen würde, kann ich dann bestimmte Dinge, Aktionen vornehmen. Super Sache, das funktioniert wirklich gut, verzögerungsfrei, fühlt sich fast genauso gut an wie das Original Trackpad. Und jetzt haben wir in dem Bereich oben
neue Tabs. Hier können wir eben zum Beispiel jetzt den Bildschirm vom Mac aufs iPad spiegeln. Unter Fotos könnten wir jetzt Fotos hinzufügen. Weiß nicht genau, was das bringt an der Stelle. Ja, ich kann hier tatsächlich den Mac steuern. Komme hier auf mein, wie heißt das, auf mein Finder und vieles mehr. Kann dann hier ja, die Übersicht aller Programme abrufen etc. Dann geht es wieder vorwärts zurück zu dem Clamp-Tab. Also interessante Steuerung hier. Dann komme ich hier ins Startmenü vom Mac, ins Launchpad über diesen Blitz. Und das alles ist mit diesem zweiten Tab hier unten möglich, wo es dann anscheinend auch noch verschiedene Mauseinstellungen gibt und so weiter. Das sparen wir uns jetzt aber an der Stelle. Eine Tastatur ist vorhanden, die können wir vergrößern und verkleinern. Dann kommt der nächste Tab. Um diese Funktion zu aktivieren, fügen Sie bitte Sound- und Screen-Spiegelungssymbole zur Menüleiste hinzu. Fügen Sie sie hinzu, indem Sie sie vom Control Center in die Menüleiste ziehen. Weiß nicht genau, das ist irgendeine R-Funktion, wo wir auch wieder irgendwas spiegeln können. Ich weiß es nicht genau. Hier haben wir nochmal die Übersicht aller Programme auf dem Mac. Dann gibt es ganz rechts das Punkt-Punkt-Punkt-Menü, wo wir den Mac abmelden, neu starten, ausschalten können und vieles mehr. Wir können sogar den Bildschirmschoner einschalten und ausschalten per iPad. Das alles funktioniert wirklich gut. Ich spare mir jetzt das, euch jeden Punkt hier zu demonstrieren. Da gibt es dann wieder oben eine Option, noch mehr Tabs, die wir durchklicken können. Kurzbefehle können wir hier eintragen. Open Netflix in Chrome. Wir können das Mikrofon vom iMac in der Lautstärke verändern. Wir können weitere Computer hier noch vermutlich hinzufügen. Und das sind die geplanten Aktionen. Und dann gibt es hier rechts oben noch ein Menü. Einstellungen, Verlauf, Aktualisieren, QR-Code scannen, Bewertung und Hilfe. Schauen wir noch kurz in die Einstellungen rein. Hier von Universal TV Remote Control, Helfer-App runterladen, Tastatur und Trackpad, Maßstab, Linkshänder, Rechtshänder, Trackpad-Tasten verstecken, Scrollbereich verstecken etc. Zeigergeschwindigkeit. Das alles können wir hier detailliert einstellen. Siri-Kurzbefehle. Fügen Sie Siri-Shortcuts hinzu, um das System, Apps und AirPlay mit Ihrer Stimme zu steuern und verwenden Sie sie in der Shortcuts-App-Anpassung. Was weiß ich, was man hier alles anpassen kann. Computer verwalten. Apple TV kann man ein- und ausschalten. Physische Lautstärke-Tasten nutzen. Feineinstellungen. Schlaf, iPad verhindern. Nährungssensor verwenden und so weiter und so fort. Das sind die Einstellungen von dem Programm. Also, das ist ziemlich cool. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Es funktioniert tatsächlich. Ich nutze das selber bisher eher wenig. Ich wollte es, wie gesagt, einfach mal ausprobiert haben. Wir können uns zum Schluss noch einen kurzen Größenvergleich zwischen dem iPad und dem Trackpad ansehen. Und da beweise ich euch noch schnell, dass es wirklich funktioniert. Seht euch das mal kurz an. Das ist mein dreckiges iPad. Ich hoffe, ihr könnt was drauf erkennen. Ich muss es erstmal wieder reaktivieren und im Vergleich dazu mein Trackpad für den Mac. Und das ist natürlich schon ein gewisser Unterschied. Also ich kann diese ganze Fläche hier im Prinzip auch als Trackpad verwenden. Das ist schon cool. Ich aktiviere mal kurz das iPad und die Fläche hier von dem Programm, das ihr gerade gesehen habt, die sieht jetzt so aus. Und das alles kann ich jetzt verwenden und damit steuere ich dann quasi den Mauszeiger hier vom Mac. Wie gesagt, sehr latenzfrei und zuverlässig und das ist natürlich schon ein absolut cooles Feature. Mir gefällt das. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Was haltet ihr davon? Nutzt ihr das? Wie gesagt, das ist eigentlich so, ja, für den Fernseher gedacht. Wenn man jetzt zum Beispiel das MacBook Air oder so an den Fernseher anschließt und das Ganze dann vom Bett oder vom Sofa aus steuern will. Ich glaube, das ist so der Hauptanwendungsbereich. Wie gesagt, das Einschlafen des iPads kann man verhindern an der Stelle. Das kostet dann aber ordentlich Strom. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne mal einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.